Ja, 14. Zar, nächster Tag. Ihr könnt regenerieren, wenn ihr irgendwas braucht, aber ich glaube, ihr seid alle voll. Nächster Tag. Das fällt mir aber auf, wenn der Alrixey jetzt sieht, dass da Lupdil drinne pennt. Dann wird das auch Probleme verursachen. Oh Mann. Ich würde einfach so ein bisschen Heu aus dem Bett da in dem. Oder ist das so eine Hängematte, in der Drüber ich penne? streuen. Nö, es ist schon mit Heu. Alles klar, ja, dann würde ich einfach so ein bisschen Streu da irgendwo auf den Boden legen. Also die Hälfte-Hälfte machen. Ja, gut. Und dann würde ich irgendwann den Tag über Lupdil aufsuchen und ihm Bescheid sagen, dass ich ein Downgrade bekommen habe. Ja, beziehungsweise ich habe euch schon die neuen Räume reingezogen. Das heißt, hier sind dann die Offiziersräume, die können dann nach und nach ausgebaut werden. Da ziehe ich dann noch Betten und Teppiche und sowas rein und wenn ihr noch irgendwas braucht. Wo sind die? Regionen. Ach da. Jo, alles klar. Gut, ihr bekommt die folgende Meldung, dass Bronn und seine Henker vom Näher sämtliche Geschütze aufgebaut, verzurrt haben. Munition wurde so gelagert, dass sie griffbereit ist. Ja, jetzt müsstet ihr noch sagen, wo ihr eure neuen Rotzen hinhaben wollt. Ihr habt was jetzt? Eine schwere Rotze, richtig? Kommt auf jeden Fall an den Bogen. Ich habe mal eine Frage, wie groß sind wir jetzt geworden? Oder wachsen wir jetzt noch? Ihr wächst noch. Ah, okay. Wir haben eine schwere, zwei mittlere, drei leichte. Also ich Wie würde viel sind sagen, wir inzwischen schon schwere. gewachsen? Ich würde sagen, die schwere packen wir auf jeden Fall an den Bug. Wir müssen den Rotzen Namen geben. Dann habt ihr Rotze 1, zwei Rotze 2, leichte. Rotze 3. Zwei mittlere, ne? Zwei mittlere, richtig. Und die drei leichten haben wir ja schon an Bord. Genau. Ach so, die drei leichten habt ihr schon an Bord. Ich weiß nicht, ich überlasse das mal Fiona. Die ist ja die Geschützfrau. Ich habe Oti leider keine Ahnung davon. Klatschen wir sie alle in den Bug und sehen zu, wie wir klarkommen. Nee, die Große kommt dann in den Bug. Ja, uns vorgeschlagen hat. Super. So? Ja. Gut, und die beiden mittleren? Ich würde sagen, eine links, eine rechts. Backbord, Steuerbord, wie auch immer das heißt. Das Steuer befindet sich normalerweise immer auf der Nein, das von ist nicht euch aus Steuerbord. rechten Seite. Das ist Ja. Steuerbord und das ist Backbord. Ja, da würde ich einen nach Steuerbord, einen nach Auf die Backbord setzen. Hörner oder wie hättet ihr es gerne? Oder an die Hörner ran? Oder? Also meine Boah, wenn Idee das wäre zum geht, dann an Beispiel, die Hörner, wenn wir finde ich richtig wachsen, gut. kriegen wir ein bisschen mehr Holz, ne? Dann würde ich hier einfach hier diesen Punkt hier ein bisschen erweitern, hier oben. Ja. Und dann würde ich hier eins der Harpunale hinstellen und Also wie so eine eine. Plattform oder was, meinst Ja, du? genau, dass man dann von oben auch noch auf die Schiffe schießen kann. Okay, das heißt, wir Genau, tauschen ja. einmal Ja. durch. Das heißt, wir nehmen diese Harpunal hier rüber. Also wäre meine Idee. Ne, finde ich gut. Dann eine Harpunal und eine mittlere Rotze. Ich vergesse mal, dass wir herumbauen können, wenn wir wollen. Ja. Ja, das ist seltsam. Gut, das heißt, dann wird hier demnächst eine weitere Plattform entstehen. Ich finde das gut, dann können die nämlich trotzdem auch nach vorne schießen. Dann haben wir Genau. hier diesen Raum, ziehen wir natürlich auch noch hier rüber und da ist dann noch ein neuer Raum, der entstanden ist. Habt ihr natürlich auch weniger Möglichkeiten von Bord zu fallen, was ja generell immer gut ist. Wir müssten mal irgendwie eine Leiche runterschmeißen und gucken, was damit passiert. Oder ein Rind eher. Oder einen lebenden Captain. Ja, dann. Einfach mal einen So. runterschmeißen, nee, ist klar. Wir haben noch einen Chorgeweihten, den ich eh loswerden will. Hey, der ist nice. Ich find's jeden nice, Zehn ich find's auch Lupti nice. Stunden. Einfach Ich in hoffe mal, Richtung dass. Süden oder wie willst du gerne? Sag mal eine Ich hoffe mal, Größe. dass Ephadaios doch durchaus in der Lage ist, seinen Wunsch umzusetzen und uns gegen Maraskan zu steuern. Also ich glaube, Ephadaios wird wahrscheinlich erstmal auf Piratensuche gehen, oder? Also ich möchte jetzt einen Kurs haben von euch. Weil Ach so. ich kann euch natürlich jetzt direkt nach Süden ziehen. Da kommt ihr aber an Rulat und Tisal vorbei. Nee, Okay, Südost eher, oder? richtig, wenn der Verdarius nicht in der Lage ist, das selbst zu übernehmen, weil er halt nicht da ist, ich würde sagen, Südost wird's. Ich Guck point mal mal, okay. wo die Feste mal Bucht ist. Da ist aktuell eure Arche und ich würde sie jetzt hier hinziehen. Mir schmiert gerade Map-Toll ab. Bei mir sieht's gut aus. Ich würde Ja, ja ich finde es sagen. auch Okay, gut. jetzt bin ich da. Richtig, und dann wollen wir halt hier um den Strudel erstmal rum. Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Durchfahren wurde ja irgendwie mal als, das ist ein Tor in die Niederhöllen, abgelehnt. Wir können natürlich auch einfach Hulot und Tila angreifen. Greif nicht Oder einfach wir zu fahren dieser. andersrum, also wir fahren eher so südwestlich und
halten uns so ein bisschen an den, wie heißt es hier, an den Ufern sozusagen, also an den Küsten. Direkt an der Piratenküste. Ja, ja, wir wollten noch Piraten fertig machen. Nein, nein, Äpfel Piraten fertig machen, aber der ist nicht hier. Wir fahren. Ja, ich bin auch für Piraten fertig. Wir fahren nach Helmbord und geben den aufs Maul. Hä, auf zu den Piraten. Auf nach Helmbord. Bin ich ja. Siehst du, bist du stimmt, Jalan. Bin ich ja, sag doch was. Ist nicht da. Ja, okay. Okay, nein, ich bin überstimmt. Wir suchen du bist überstimmt. Wir fahren zu den Piraten, machen sie. Ihr wollt Piraten jagen? Ja. Also einmal. Also wenn du es nicht vorbereitet hast, dann wollen wir jetzt keine Piraten jagen. Ja. Dann geht's jetzt ich glaube, das hat Wochen schon geplant. Okay, also dann könnt ihr eben von der Festung mal Bucht, könnt ihr dann hier runterfahren. Ja. Finde ich gut. Perfekt. Gut. Wir könnten Abstecher nach Valusa machen. Und Piraten eben jagen! Da gibt's okay. Kein Valusa. Willst du denn Valusa jetzt? Ich dachte, wir holen kurz unser Gold von der Okuri, falls es noch da ist. Ist nicht wichtig. Ohne schnell waschen von Rodrigo ab. Ja, das auch. ihr könnt natürlich direkt hier uns vor meinen Däner in die Bucht setzen und gucken, was kommt. Aber das könnte ungefähr. Nein, sein. Wir gehen jetzt Piraten jagen. Das wäre ja Piraten jagen. Ja, wir fahren jetzt einfach hier runter und wir werden garantiert auf einen Piraten treffen, bis wir da unten sind. Ja. Ich lasse dann mal die Ausgucke verdoppeln. What he said. kriegen wir Regeneration? Weil wir prinzipiell ja schon, klar. Wir haben gute Betten gekauft. Wie nimmt sich das aus? Gib mir bitte 2W20. Okay. Jeder? Ein. Hab ich. 20. 20. Dann brauche ich mal bitte ein W6. Kommt. So. Dann wird vor euch ein Kabotageschiff auftauchen in einiger Entfernung. Also ein Küstenfahrer. Das ist in diesem Fall eine Potte. Die ist ziemlich tief beladen wohl und ihr könnt keinerlei Flaggen daran erkennen. Weiße Segel. Das ist ein Schmugglerangriff. Setz erstmal jemand ein vernünftiges Banner. Irgendwas mit einem Greifen drauf oder so. Wollen wir nicht erstmal mit dir kommunizieren? Fiona hätte wahrscheinlich, während du irgendwie geschlafen hättest, heimlich einen großen weißen Wal als Segel gesetzt. Wir haben ja kein Segel, aber dann als Flagge. Okay, wenn wir eine haben, ist mir egal. Irgendwas Göttergefälliges, nehme ich. Ja. Gut. Alle Mann, klar machen zum Entern. Fiona, sieh zu, dass die Geschütze bereit sind. Ragnar, schau mal, was die machen, wenn wir ankommen. Aber ja, wir wissen noch gar nicht, was das für ein Schiff ist. Ihr seid doch fertig. Ich würde gerne die Flaggen schwingen lassen. Richtig, deswegen fahren wir darauf zu, damit wir Fahnen wedeln können. Also ich will Fahnen wedeln. Ich will Hallo winken. Ungefähr 10 Minuten später könnt ihr sehen, dass die Potte wohl beidreht, die Geschwindigkeit leicht rausnimmt und auch die ersten Flaggen rausgehalten werden, wie das eben so üblich ist. Sie brechen nicht in Panik aus, wie das eben normalerweise üblich wäre, sondern einfach Verbindung aufnehmen und ihr könnt sehen, wie sie nach und nach auch die Piratenflagge von Xeran hissen, also einen schwarzen Totenkopf und dann das Mendena-Tor über der Burbarad-Krone. Perfekt, Angriff. Oberst, machen Sie Männer zum Entern klar. Ich hab schon rumgebrüllt. Männer, macht euch bereit! Was wir geübt haben! Ich renne fast schon die Treppe zum Navigatorenturm hoch. Wie wollt ihr es haben, Jalan? Davor halten oder sie direkt verschlingen? Euch frage ich nicht. Beranjane, hörst du mich? Ich höre dich. Können wir ein Schiff in der Maulgrotte aufnehmen, ohne es direkt zu fressen? Ich kann es versuchen. Bisher hat das noch keiner von uns verlangt, aber... Halt dein Maul, Schwester! Wenn ich etwas mehr Kraft... Ich könnte versuchen, sie aufzuhalten. Aber nicht lang. Versuchen reicht mir nicht. Somit drehe ich mich um und polter auch schon wieder die Treppe runter, ohne eine Antwort abzuwarten. Friss sie einfach. Was hat sie gesagt? Friss sie einfach. So, nein. Ich komme dann wieder unten an. So. So sieht's aus. Wir laufen ran, drehen bei. Ich würde gerne, während Jala nach oben gelaufen ist, irgendwie sowas wedeln von wegen, wir kommen in Frieden und sowas. Mhm. Also,
sagen, ja, wir sind nur wegen einem kurzen Check-up da, ja, oder sowas. Perfekt. Gut. Für also irgendwas, was Probe. Nein, Quatsch. Können Sie ja nicht nachprüfen. Ja. Gut. Wir drehen bei, schieben eine Planke runter, gehen von Bord mit Oberst, 15 Mann, eher 20, oder? Eine Potte. Nun, je nachdem, wie viele Männer Sie an Bord haben, aber ich glaube nicht, dass... Sagen wir 20 Mann. Ich würde diese Leute allerdings... So eine Potte? Was kann ich... Ist das... Ich kann mir das nicht vorstellen, was das jetzt genau ist. Ich glaube, das ist eine kleinere Kogge. Genau. Also quasi so ein Handelsschiff. Ein Handelsschiff, genau. Das heißt, das können auch nicht unbedingt böse sein. Vielleicht sind das auch irgendwelche Schmuggler oder sowas. Ich würde sie eher gefangen nehmen, anstatt sie umzubringen. Niemand wird hier umgebracht. Ja, Fiona? Ich würde sagen, erstmal gucken und dann das Kommando geben wir eh wir, also Jalan und ich, je nachdem, worum es gerade geht und. Ich sag's ja nur. Oder? Schauen wir erstmal. Nicht, dass hier gleich die Soldaten runterrennen und alles abschlachten. Oder nein! Dann hinterher fest. Oh. Wir haben sie doch trainiert, Ragnar. Alles gut. Hoffe ich zumindest. Aber wenn sie Xerans Piratenflagge drauf haben, stehen die Wahrscheinlichkeiten natürlich schlecht. Ich will ja nicht sagen, aber wenn ich ein Schmuggler wäre und dann eine Dämonenarche auf mich zugeschwört kommt, dann würde ich auch Xerans Flagge rausholen. Am Ende ist es Captain Benchalik. Schauen wir erstmal, wenn sie irgendwie auch für uns arbeiten, dann werden wir vielleicht einen Teil der Ware abknöpfen und sie ziehen lassen. Mal sehen. Alles klar. Dann Steuermann, bei uns ran! Oder nur ranbringen? Ranbringen, nicht fressen. Kurs gesetzt. Weiß die da oben erzählen was anderes, aber... Ja, dann kommt ihr näher und näher und nehmt dann auch langsam die Geschwindigkeit aus den Beinen raus, sodass die, ihr könnt dann langsam die zufriedenen Gesichter von den anderen Menschen auf der Potter erkennen, wie sie euch zunicken. Ihr könnt auch das Schiff sehen, die Unsinkbar 2. Das ist wohl der Name dieses Schiffes. Und die Männer sind gekleidet in einfache Leingewänder, noch mit Überwurf gegen den harten Winter. Und schauen euch dann an. Rufen so ein bisschen hoch, wenn ihr neben ihnen angelandet seid. Wo kommt ihr denn her? Aus dem Norden? Nordwärts. Wir kommen jetzt an Bord. Jawohl, Kapitän. Für unsere Logbücher, wer seid ihr? Ist das die Gezeitenspinne? Nicht mehr. Ja, genau. Nicht mehr? Er redet nicht. Wohl gerade wohl mit seinem Unteroffizier, schaut ihn so ein bisschen fragend an. Neue Befehle, Herr? Inspektion. Inspektion? Kommt an Bord. Wir machen keine Probleme. Ja, ihr könnt dann... Ihr könnt dann das Schiff betreten, schaut dann in die Gesichter der Seemänner. Einige von ihnen sehen etwas erschrocken aus, andere eher tapfer, mutig, widerspenstig fast. Und wenige Söldner, die ihr dann noch erkennen könnt, die bewaffnet mit Säbeln sind, Piratenabschau. Ja, also gut, was wollt ihr sehen? Unsere Logbücher sind gut gepflegt, mein Herr. Ja. Jona. Ja. Macht ihr wohl unter Deck klar Schiff mit 10 Mann? Ich guck mir das mal an. Du siehst auch, dass Fiona irgendwie dicht an deiner Seite ist, hat auch beide Waffen gezogen, obwohl sie sie nicht unbedingt einzusetzen scheinen will. Und guckt auch gerade die Widerspenstigen mit so einem Blick an, nach dem Motto, kusch dich. Und guckt dann auch ein paar Leute an und macht nur so einen Kopfnick nach dem Motto, los unter Deck. Und verschwindet dann auch. Ich muss protestieren, mein Herr. Ach, ja, was möchtest du wissen? Bisfrau Buhl Blutschlug, ich nehme an, der hat die Roben des Chors an. Ja. Der würde dann er hat sich seine komplette Hand vorher auf die Herdplatte gedrückt, sodass sie schwielig blutig ist. Du kannst sehen, wie Blasen an seiner Hand aufgeplatzt sind. Danach hat er sich seine blutige Hand in sein Gesicht gedrückt. Sodass er jetzt mit einem blutigen Gesichtsausdruck neben dir, vor dir steht, halb versetzt. Der Typ ist so dumm. Der Mann ist komplett wahnsinnig. Ich mag den Kerl. Den nehmen wir nicht
mit. So ihn ja. Vor, den haben wir nicht mitgenommen. Der ist schon dabei. Also er ist ich meinte nur in der Nähe von Ragnar. Das andere Schiff und nicht, also ich will ihn auch nicht auf dem anderen Schiff. Also kurz, ja. kurz genießt Ragnar so diesen Ausdruck von Angst, den wahrscheinlich diese ganzen Leute hier, die hier rumlaufen, erfasst, wenn sie ihn sehen. Ja, also du kannst auch sehen, wie wohl zwei Männern, die gerade auf dem Mast stehen, die Pisse runterrennt. Ja, okay. Also wie gesagt, Ragnar lächelt kurz und dann überlegt er. Er hat von Anfang an gesagt, er ist verrückt. Aber ja, er wollte ihn trotzdem erstmal noch dabei haben. Aber jetzt gefällt er ihm eigentlich auch ganz gut. Ragnar ist überzeugt. Bis Frau Buhl ist doch eine gute Überzeugung. Nee, eine gute Investition. Und er lächelt die Leute dann auch freundlich an. Ob das jetzt eher so ein verschlagenes Grinsen ist oder ob das einfach wirklich ein freundliches Lächeln ist, kann man nicht erkennen. Aber das sieht schon eher wie ein verschlagenes Grinsen aus. Fiona, würfel doch mal Hauswirtschaft. Okay. Erschwert um 3 Punkte, weil Schiff. Alternativ würde auch Seefahrt gehen, das würde ich auch erlauben. Das ist mir durchaus lieber. Abgeleitet, 5 Punkte auf die Ableitung und 3 für... einfach nur 5 Punkte dann. Hauswirtschaft war plus 3, ne? Hab ich nicht auch. Genau, also Hauswirtschaft plus 3 oder Seefahrt plus 5. Tut sie nicht viel, also egal. Brote fahren bietet sie mir an. Ach shit. Ich hab eins hochgewürfelt, Entschuldigung. Das war ein guter Wurf. Brote fahren will ich nicht haben. Aha! Wow, was? Trotzdem geschafft. Ja, die Ladung. Würfel doch mal bitte ein W20. Ja. Für die hauptsächliche Ladung. 13. Mhm. Leinöl im Wert von 50 Dukaten. Das ist so die erste Tür, die du auftrittst. Dann die zweite Ladung, W20-5. Wie gebe ich das denn ein oder würfel ich einfach ein W20? Gar nichts. Sind 0. Samt und Seide im Wert von 300 Dukaten. Ui. Ja, und dann nächste Tür, die du auftrittst. Es gibt wohl hier noch 2 andere Räume, aber die sind, bis auf ein paar Ratten, sind die leer. Muggelfächer. Ist die Frage, ob ich das weiß, mein Charakter. Ich lasse erstmal Leute da, also ich stelle erstmal Leute da ab. 4 Stück. Sag, ihr wartet hier. Geh mit den anderen 6 nach oben. Was sagtest du, bist du? Händler? Nein. Ich bin der Kapitän der Unsinkbar 2. Direkt eingesetzt aus Mendena, von Xeran höchstpersönlich. Mhm. Und wo geht's hin? Offensichtlich hin. Nun ja, wir wollten wieder zurück nach Mendena. Wir kamen aus der Nähe von Valusa, ein kleines Fischerdorf, was wir von dort, ein paar Waren, die umverteilt werden. Umverteilt? Ja, klar, Mann. Pass auf, wie du mit mir redest. Verzeihung, Frau Archenoffizierin. Kurzer Wichtigtour. Blick zu ihm rüber. Was hast du gerade zu mir gesagt? Ich gehe hin zu ihm, stelle mich vor ihn. Verzeihung, ich möchte nicht anmaßend sein, aber wir handeln für... Dir ist schon klar, was das ist und was du bist. Wir handeln beide für Xeran. Ob das nun ich transportiere, gönnte uns doch mal was. Meint ihr das eigentlich ernst oder ist er einfach gerade nur eingeschüchtert und sagt das alles nur... Menschen. Also, alles klar. Das ist was hier nicht wirklich ist. Ich stelle mich mal ein bisschen hinter Fiona, falls sie anfängt, Leute vom Bord zu schmeißen, dass man sie dann aufhalten könnte. Oh, ich habe auch Menschen kennengelernt. Ja, der meint das tot ernst. Also, das. Alles klar. Ja, dann würde ich da jetzt nicht weiter reinreden. Dann lasse ich sie einfach eskalieren. Und pass mal auf. Ob das jetzt ein Tag früher. Ihr habt ein kleines Boot. Jetzt rede ich. Nee, ich habe doch gerade angefangen. Jetzt hört doch mal auf, wenn. Ihr könnt mich doch nicht einfach unterbrechen. Ich meine, das muss nach Mendena und Xeran hat uns den auf. Ah! Ich keinen Zwang an.
siehst, wie so die ersten paar Säbel von den Männern gegriffen werden. Nicht gezogen, aber gegriffen. Also lass ich sag dir, wenn ich rede, bist du still. So, du siehst, was wir hier haben. Ich sehe, was du da hast. Ich habe unten gesehen, was du da hast. Also nochmal. Was wolltest du gerade sagen? Ich gehe mal ganz nah mit meinem Gesicht an seins. Siehst wie von oben, wo Ragnar ist, oben geblieben, ne? Nee, nee, ich bin dann runtergekommen. Okay, dann siehst du, wie wohl neben dem Schädel der Gezeitenspinne, oben ist ja dieser Schädel drauf montiert, du siehst, wie da wohl Hasswolf oben steht und dir dann zuruft, jetzt bring ihn halt um! Fängt dann an zu klatschen. Fängt an mit dem Fuß aufzustampfen und dann wieder zu klatschen. Ja, dann würde Ragnar jetzt seine Keule rausreißen aus seinem Gürtel und sagen, im Namen des Mittelreichs, ihr seid allesamt verhaftet. Ergebt euch oder werdet umgebracht. Was? Mittelreich? Guter Witz. Was? Ihr habt sagt dem Ersten mit der Keule ins Gesicht. Ja, würfel mal Schaden. Was? Ja, klar. Warte, stopp. Nein, stopp, Angriff zurück. Angriff erleichtert um 8 Punkte. Also wenn du jetzt einen Wuchtschlag oder sowas reinstecken willst, dann volle Kante. Dann mache ich mal einen Wuchtschlag erschwert um 4. Ich habe die Sonderfertigkeit Wuchtschlag nicht, also treffe ich auf die 17. Ja, das soll noch gelungen sein. Dann nehmen wir die Schaden von der 5 plus deinen Keulenbonus plus den Wuchtschlag. 9 Schaden. Dürfen vielleicht eine Runde sein. 9 plus 6, achso, hattest du, ja, okay, dann siehst du, wie sein Gesicht blutend aufbricht und er auf die Planken knallt, Kiefer gebrochen. Alle haben irgendwie gerade angefangen zu lachen und denen bleibt das Lachen jetzt im Halse stecken, fangen an zu husten und versuchen erstmal wieder Luft zu kriegen. Halt, Ragnar, noch nicht. Er liegt schon zuckt am Boden. Was? Ja, aber es ist ja jetzt erst einer kaputt. Ja, dann tu doch was. Sehr gut, hast du mal voll oben. Sehr gut, Ragnar, noch ein. Du bist hier der Kapitän, Jala. Du siehst, wie der Korkweite jetzt in seine Taschen greift und seinen Whisky rausholt, erstmal einen Whisky-Schluck trinkt. So, Hasswolf, du gehst da oben jetzt erstmal weg und hältst die Klappe. Nächstes Mal kannst du mit runterkommen, aber nicht jetzt. Ragnar in den Griff, Hasswolf pullt doch nur. So, Ragnar, lass das. Kapitän, im Namen des Herrn Preyers und der übrigen Götter steht hier erstmal alle unter Arrest. Ich werde Piraterie und Schmuggel zur Last gelegt. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Gar nichts hat er zur Verteidigung zu sagen. Das ist alles unten drin. Ist das ein Witz von Xeran? Mann, ich hab immer Steuern bezahlt. Leute, nochmal auf das Wappen auf meiner Brust. Dann auf den Wal, der oben am Mast hängt. Sehen wir aus, als wären wir von Xeran. Ihr habt eine scheiße Monarche! Wir herrschen jetzt andere Verhältnisse. Es sieht nämlich gar so aus, als wenn die unheiligen Spielzeuge der Heptarchen nicht gar so wählerisch, wer ihnen die Kommandos gibt. Er lehnt sich so ein bisschen nach links an dir vorbei, guckt so auf nix die Arche, guckt auf die zuckenden Spinnenbeine, diese Maulgrotte, die immer noch geschlossen ist, aber die Zunge kann man wohl noch aus dem Inneren erkennen, wie da wohl diese Wurzeln umherpeitschen. Okay, er schreckt so ein bisschen die Arme aus, weiß nicht genau, was er davon halten soll. Er versteht es einfach nicht. Er schreckt seine Hände aus und würde sich jetzt so festnehmen lassen, aber er begreift es einfach nicht. Absolutes Unverständnis. Ja, wenn er sich festnehmen lässt, alles gut. Wenn nicht, dann kriegt er leider auf die Nase. Ja, da kriegt der Typ, der da mit gebrochenem Kiefer auf dem Boden liegt. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass es so endet. Ja, die anderen lassen auch ihre Säbel jetzt los, sind genauso verdattert und schauen sich das an, wie sich jetzt gerade ihr Kapitän ergibt. Der zuckt nur mit den Schultern. Verzeihung, ich weiß nicht, was das soll. Man wird sich sicherlich einfach aufklären. Gehorchen. Ende hoch, auf die Planke, vorwärts. Jawohl, Herr Kapitän. Jalan Greifenmund. Merkt euch den Namen. Ja, mitnehmen, alle. Ja, eine halbe Stunde später habt ihr Leinöl und Samt und Seide im Wert von 350 Dukaten in eurem Schiffsbauch. Und? Wir passen noch ungefähr rein. Was? Also euer aktueller Raum ist ja wieder komplett leer. Mhm. Da, wo die 15.000 Dukaten mal drin waren, der ist wieder komplett leer. Da könntet ihr wieder neu auffüllen. Wo sind die 15.000 Dukaten hin?
Die Ratten wurden entschworen und die Magier haben die 15.000 Dukaten entfernt. Ich bin der Schatzmeister. Ich würde gerne wissen, wo die 15.000 Dukaten hin sind. Ja, ihr musstet doch die Sachen bezahlen. Was glaubst du denn? Ausgegeben, Ragnar. Die wurden nach und nach, wurden die dann abtransportiert und wieder zurück nach Festung gebracht. Ach, waren das wirklich komplett 15.000, die wir jetzt hier rausgehauen haben? Ja, wir haben jetzt noch also 700. 700 Dukaten liegen da noch rum. Die habt ihr selbstverständlich. Die werde ich euch nicht wegnehmen. Nee, wir haben 700 inklusive dem, was wir hier gerade eingenommen haben. Also, ihr kriegt jetzt 350 Dukaten in Wert von Waren. Die müsstet ihr natürlich erstmal umschlagen. Leinöl, Samt und Seide. Richtig. Die Seide hat natürlich eine Prägung. Was ist denn da drauf geprägt? Wappen von Valusa. Gestohlen also. Ja, selbstverständlich. Die haben noch gesagt, dass sie Fischerdorfer über... Ja, wollt ihr... Moment, ich muss gerade mal gucken. Ihr stellt fest, dass Ephadaios wohl die Gefängniszellen verschlossen hat. Die sind also zugewachsen. Kommt ihr gerade gar nicht ran. Und das Schiff wird doch noch weiterhin verdaut. Also ihr könnt sowieso gar nicht in die drei. Die Kogge wird noch verdaut. Die Kogge wird noch verdaut. Die wird noch aufgeknuspert. Ups. Ja, was... ihr könnt natürlich noch nachschieben, ne? Also stopfen geht immer. Wollt ihr alle Männer von Bord schaffen und dann fressen? Oder wie wolltet ihr es tun? Ja. Es wird spontan 10 Söldner werden abgestellt. Leichte Infanterie, die in einem der Hibernatorenräume ein provisorisches Gefängnis einrichten. Ich würde mal die Leute, die ich noch in Erinnerung habe, dass die so verängstigt waren und so weiter, die würde ich gerne mal für ein privates Gespräch ausentwenden und dann quasi so eine Art Frage-Antwort machen mit dem Inquisitor am besten noch daneben, der dann so ein bisschen Ahnung hat. Vorher hätte man dich noch zur Seite genommen und ich bin gewiesen, dass wir eigentlich ja nicht unbedingt die sind, die so hart zuhauen sollten und dass du das nächste Mal am besten auf einen Befehl vom Kapitän warten solltest, weil wir sonst sehr unglaubwürdig rüberkommen würden. Oh, ich finde das vor ganz passend. Yeah. Seid ihr ausgebildeter Kriegsmann? Darüber haben wir doch schon gesprochen. Ja. Also bitte halt dich einfach etwas zurück. Das nächste Mal. Halt du dich zurück, Mädchen. Habe ich dich eigentlich überleben lassen? Aus welchem Grund genau? Er hat nicht geantwortet, er hat nur in sich reingegrummelt. Ja, ich frage Ragnar trotzdem, was er mit ihm zu schaffen hat, weil Fiona weiß ja nichts von dem Vertrag. Ach, er arbeitet jetzt für mich. Beziehungsweise wir arbeiten miteinander. Tatsächlich. Und du bezahlst ihn von deinem eigenen Geld? Natürlich. Aha. Weißt du was? Tu, was du willst. Das ist mir egal. Jo, damit entferne ich mich auch von ihm. Lass ihn da mal seine Befragung machen. Ja, das Schiff ist nach ungefähr einer weiteren halben Stunde komplett geräumt. Das heißt, ihr habt die Waren und ihr habt die Gefangenen. 30 und wir können das Schiff fressen. 20 Seemänner und 10 Söldner. Ey, aber das ist perfekt. Dieses Schiff vernichtet einfach alle Beweise. Hier war gar kein Überfall. Dieses Schiff hat nie existiert. Und Sinkbar 2 gab es gar nicht. Auf einen weiteren... Also, kurz die Frage an alle, die da sind. Fiona, Schiff fressen, ja oder nein? Ja. Ragnar, Schiff fressen? Rainiane tut mir schon ein bisschen leid, aber... Ihr müsst wachsen. Das Schiff wachsen ist schon cool. Jalan? Mitnehmen können wir es nicht. Versenken will ich es nicht. Ja, wir fressen es. Dann öffnet sich wieder die Maulgrotte und ihr könnt sehen, wie wohl einige Holzplanken schon raustreiben. Genauso wie eine, Sabber. Man kann es nur als Sabber klassifizieren. Es ist nicht unbedingt blaues Unwasser, sondern eher wieder dieses rote Fleischbröckchenblut. Und färbt dann die hier noch sehr klare, blaue, normale See mit den Ausdünstungen der Niederhölle von Charybdoroth. Ja, wieder einmal klappt die Zähne auf, beißen um das Schiff herum. Dieses Mal dauert es wohl etwas länger, denn naja, immerhin ist es noch grob ein Drittel der Kogge übrig, die immer noch verdaut werden muss. Und... wieder einmal knackt es überall im gesamten Schiff. Dieses Oberdeck stülpt sich wieder, sodass auch Hasswolf sich da einmal zurückziehen muss, sonst würde er nach hinten überfallen. Und
wieder eine halbe Stunde später, also insgesamt eineinhalb Stunden später, würdet ihr dann mit einem zweiten Schiff in eurem Bauch zufrieden das Maul schließen.